Herzlich willkommen zum neuen Video von kreativekiste.de. Vor 2 Wochen war ich an einer ganz interessanten Anlage mit einem ganz interessanten Problembild. Und das will ich einfach kurz nutzen, um hier ein Kaltwassersystem vorzustellen und zu erklären, warum ein Kältespeicher mit einer Schichtung so wichtig ist und was man da alles für Fehler machen kann. Bevor wir zu der Schichtung von einem Kältespeicher kommen, schauen wir uns kurz das Anlagenschema an. Das sieht also so aus. Es gab zwei Probleme. Zum einen waren die jährlichen Energiekosten höher vom Kaltwassersatz als vom Techniker ausgerechnet. Und was vor allem problematisch war, man hatte relativ komische Schaltzeiten von der Anlage, vor allen Dingen in der Übergangsjahreszeit. Ich bin da dann hingekommen und so ungefähr sah das aus. Wir haben hier also den Kaltwassersatz, die Speicherladepumpe, hier den Kältespeicher, ein Ausdehnungsgefäß, eine Pumpe fürs Netz und hier drüben gab es an die 12, ich habe jetzt mal 4 gezeichnet, Kaltwasserdeckenkassetten, die an einer Zentralfernbedienung hingen. Ich habe relativ lang die Daten aufgezeichnet und tatsächlich die Taktzeit von der Kälteerzeugung war verhältnismäßig hoch und was mir ziemlich schnell aufgefallen ist, dass die Ladepumpe, die Speicherladepumpe, nicht ausschaltet. Fehler war relativ schnell gefunden. Man hat die Freigabe für die Pumpe zwar angeklemmt, hat aber die Brücke vergessen rauszumachen. Das heißt, wir hatten hier einen Dauerläufer. Und wenn die Kaltwasserpumpe immer läuft, auch wenn unser Kaltwassersatz bzw. Kälteerzeugung ausgeschaltet ist, dann machen wir die Schichtung im Speicher kaputt. Das wollen wir uns mal kurz anschauen. So, ich schiebe das mal ungefähr so hin, dass wir das sehen. Wenn jetzt der Kälteerzeuger angeht, dann passiert Folgendes. Das Wasser aus dem Speicher fließt durch die Pumpe zum Kälteerzeuger und kommt dann als gekühltes Wasser zurück. Und jetzt ist es so, ich glaube, die meisten denken, dass Folgendes passiert. Das Wasser geht hier rein, strömt hier durch und geht dann hier wieder zurück. Und das ist nämlich falsch. Es passiert Folgendes. Das Wasser kommt hier rein, verwirbelt sich hier, bleibt jetzt aber hier unten stehen. Denn die Gesamtheit des Wassers drückt hier rein und hier oben wird einfach der Teil wieder rausgesaugt, der hier unten reingeschoben wurde. Aber es ist nicht das gleiche Wasser. Das heißt, das Wasser, das hier reinkommt, das bleibt erstmal hier unten und hier oben wird warmes Wasser abgesaugt. Es findet aber keine Mischung hier vom Wasser statt oder nur ganz gering. Also ganz wichtig zu wissen, es passiert eine Schichtung und je länger hier der Kälteerzeuger läuft, jetzt passiert Folgendes, desto mehr kaltes Wasser sammelt sich hier und desto mehr warmes Wasser wird hier oben rausgesaugt. Und wenn jetzt der Kaltwassererzeuger ausgeschaltet ist, dann haben wir unten einen kühlen Temperaturbereich und hier oben einen wärmeren Temperaturbereich. Dieses Wasser hier, ich weiß, das ist schwer zu vorzustellen, das mischt sich aber nicht. Deswegen auch Schichtung. Wir schichten kaltes Wasser und warmes Wasser und trennen das voneinander. Weil, ich möchte es mal so versuchen, hier kommen 3 Wassertropfen rein. Und dadurch, dass wir ein geschlossenes System haben, sehen wir hier, hier kommt das Wasser rein, hier geht das Wasser raus, wandern diese 3 Wassertropfen jetzt nicht hier durch und gehen hier oben raus, sondern es passiert Folgendes, 3 Wassertropfen von hier oben verlassen den Speicher. Und das ist das Geheimnis von einer Schichtung von einem Kältespeicher. Warum ist das so wichtig? Ganz einfach, wenn jetzt auf dieser Seite, also wenn jetzt so ein Kaltwasserdeckenkassettengerät Anforderung hat und das Ventil aufmacht oder der Lüfter anläuft, gibt es ja auch ohne Ventil, dann passiert Folgendes, nämlich genau das Gleiche. Wir holen uns hier 3 kalte Wassertropfen raus und bringen hier oben 3 warme Wassertropfen in den Speicher ein. Das heißt, langsam mit der Zeit passiert wieder Folgendes. Wir kriegen also immer mehr warmes Wasser in den Speicher rein. Haben aber trotzdem immer noch, auch wenn hier oben die Temperatur steigt, haben wir trotzdem hier unten immer noch 6 Grad Ausgang. Ich zeichne hier mal so eine imaginäre Temperaturlinie ein. Hier oben kommen wir jetzt also von mir aus mit 14 Grad zurück und hier unten gehen wir mit 6 Grad raus. Und diese Temperatur von 6 Grad, die halten wir ganz lang, denn unsere Schichtung, die verschiebt sich einfach so hier runter. Aber das kalte Wasser mit 6 Grad bleibt hier unten bestehen, auch wenn es hier oben warm wird. Und deswegen ist so eine Schichtung extrem wichtig, dass wir immer mit einem gleichen Temperaturniveau aus dem Speicher rausgehen. Klar, das wird ein bisschen steigen auf 7 Grad, 8 Grad oder so, aber wir haben nicht die 14 Grad. Und diese Schichtung, die fällt einfach nach hier unten.
Und irgendwann ist die Schichtung so kaputt, wir haben so warmes Wasser, dass hier unser Kälteerzeuger wieder angeht. Und dann beginnt die ganze Geschichte wieder von vorne. Wir laden unseren Speicher auf, bis wir wieder eine Schichtung haben. Und bei mir war jetzt der Fall, dass diese Pumpe ja immer angeschlossen war, weil vergessen wurde, die Brücke zu entfernen. 24 Stunden Betrieb. Wir haben jetzt den Fall, dass wir unseren Kältespeicher, ich entferne mal geschwind die zwei Temperaturen. Wir haben jetzt unseren Kältespeicher hier vollständig geladen. Wir haben hier unsere Schichtung ganz aufgeladen und haben jetzt wunderbar hier kaltes Wasser von warmem Wasser getrennt, so wie wir es haben wollen. Jetzt läuft diese Pumpe aber. Und was macht diese Pumpe? Ich lösche mal kurz unsere Wassertropfen hier und mache mir mal einen neuen Wassertropfen. Jetzt kommt hier ein Wassertropfen mit warmer Temperatur hier rein. Geht hier drüben bin ich jetzt durch die Anlage durch, ist hier ausgeschaltet und kommt zurück. Das heißt, wir bringen ein warmes Wassertröpfchen hier unten rein. Und das machen wir permanent. Und das heißt, wir heizen unseren grad gekühlten Speicher von normalerweise, sagen wir, 6 Grad wieder ganz langsam auf 12 Grad hoch. Wir machen unsere Schichtung kaputt. Wir haben im Speicher nach kurzer Zeit wieder die gleiche Temperatur, nämlich eine Mischtemperatur von dem warmen und kalten Wasser und damit entfällt diese Schichtung. Wir haben also permanent einen Speicher, der ungefähr gleich kalt ist. Dadurch haben die Geräte natürlich auch eine viel längere Betriebszeit, denn sie kriegen ja viel wärmes Wasser zurück. Und durch unsere Schichtung muss unser Kälteerzeuger natürlich auch viel länger, viel mehr arbeiten, weil er versucht oder weil er den ganzen Kältespeicher ja kalt halten muss, anstatt ein warmes und ein kaltes Polster zu haben. Es gibt also einige Gründe, wie wir so keine Energie sparen. Zum einen, so eine Pumpe verbraucht ja doch auch eine gewisse Menge an Strom, zumindest wenn da einiges an Liter Wasser durchgeht. Zum anderen muss unser Kälteerzeuger relativ oft laufen, denn unsere Schichtung hier, die hält normalerweise relativ lange an. Aber dadurch, dass die permanent hoch und runter geht und wir eine Mischtemperatur haben, muss unser Kälteerzeuger natürlich den gesamten Speicher kalt halten und nicht nur eine gewisse Zone. Das heißt, wir verlieren doch einige Menge an Energie, zumindest wenn wir von einer Gebäudegröße wie hier ausgehen. Und natürlich, wir haben hier unseren Kaltwassersatz, der natürlich viel öfter ein- und ausschaltet. Wenn die Schichtung hier richtig ist, hier, dann dauert es ziemlich lang, bis so ein Riesenspeicher mit 2000 Liter mal wirklich die Schichtung hier unten angekommen ist und die Temperatur dann so warm ist, dass der Kälteerzeuger einschaltet. Wenn er dann aber anschaltet, dann läuft er ziemlich lange, weil er auch diese große Menge Wasser kalt machen muss. Wenn die Schichtung eben kaputt gemacht wird von der Pumpe hier, dann gurken wir immer um einen Sollwert rum zwischen 6 und 8 Grad, aber vom gesamten Wasser. Was natürlich dieses Takten erklärt. Ich bin jetzt mal gespannt, ob sich jetzt im Laufe des nächsten Jahres, wenn die Energiebilanz dann ausgewertet ist, ob sich das auswirkt. Als ich dann aber 2 Tage später mal in meine Online-Überwachung reingeschaut habe, sieht man, dass der Kaltwassersatz um gut die Hälfte weniger Taktung hat. Das heißt, der hat die Hälfte weniger eingeschaltet. Und allein die Pumpe als Dauerläufer oder als Ein-Ausschalten vom Kälteerzeuger, allein das spart ja schon einiges an Energie. Gerade heute, wo der Strom so extrem teuer ist. So, für mich war das tatsächlich eine spannende Sache. Und vielleicht für euch, wenn ihr mal von einer Schichtung hört, von einer Kälteschichtung oder auch Wärmeschichtung, das ist ja egal, dann habt ihr jetzt hoffentlich dieses Bild hier vor Augen, dass eben das Wassertropfen, das hier rausgeht, hier reinkommt, aber nicht durch den Speicher durchwandert und hier wieder rausgeht. Das heißt, es ist kein Kurzschluss, sondern eine Schichtung. So, vielen Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, ich konnte euch das so ein bisschen näher bringen, auch wenn das für mich selber immer noch schwierig ist, sich eine Schichtung vorzustellen.